das Spiel aller Spiele. Cyberpunk, der absolute Deswegen Rollenspiel-Killer. Deswegen ist Cyberpunk super. Cyberpunk übernimmt sich CD Projekt. Cyberpunk, so viel Inhalt und so wenig Zeit. Geht das? Übrigens, wir entwickeln jetzt gerade auch noch zusätzlich einen riesigen Multiplayer-Modus, den wir dann kostenlos nachliefern werden. Ist das Ihr Ernst? Schönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zu den Games News. Schnappt euch eure Multiplayer-Buddies und haltet sie fest, denn ihr stürzt euch bald in den Cyberpunk. Der Cyberpunk 2077 Multiplayer ist bestätigt. Außerdem kommt das Oldschool-Rollenspiel Divinity Original Sin 2 auf die Nintendo Switch. Und Geschichtsunterricht mal anders, die Assassin's Creed Odyssey Discovery Tour startet. Vor ein paar Wochen haben wir noch drüber spekuliert, jetzt ist es offiziell, Cyberpunk 2077 goes Multiplayer. Auf ihrem Twitter-Kanal haben sie nämlich ein Posting abgesetzt, dass tatsächlich ein Multiplayer-Modus in Arbeit ist. Der soll aber erst später erscheinen als kostenlose Erweiterung. Jetzt konzentrieren sie sich nämlich erstmal voll auf den Singleplayer-Part. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe da so ganz starke GTA-Vibes. Da war es ja ähnlich, da kam erst der Singleplayer und hat alles weggeblasen und dann kam ja auch noch der Multiplayer-Modus und hat auch nochmal alles weggeblasen. Ob das jetzt aber genauso funktioniert wie GTA Online, also mit euren Kumpels in der offenen Welt und da löst ihr dann Aufträge, das hat CD Projekt noch nicht verraten. Naja, aber denkt dran, ich oder du oder wir konnten uns ja auf der Gamescom Cyberpunk 2077 schon mal anschauen. Wir konnten zwar nicht selber spielen, aber ich meine, die Stadt ist riesengroß. Man kann da drin ganz viel Unsinn anstellen. Das klingt für mich genau perfekt für so einen Multiplayer, wie ihn GTA Online gestaltet hat. Was sagt ihr denn dazu? Würde euch so ein offener Multiplayer-Modus kicken? Oder könnte das ausarten in so eine Art GTA Online Echtgeldabzocke? So, Freunde der gepflegten Rollenspielkost, es gibt wieder was zu holen. Oh, Loot! Der epische Tesafilm Abroller der Klebrigkeit plus 2. Geil! Naja, ein bisschen spektakulärer ist es schon. Ihr habt nämlich jetzt wieder was zu spielen und zwar unterwegs. Divinity Original Sin 2 gibt's ab sofort für die Nintendo Switch. Das war schon angekündigt, aber es war in letzter Zeit sehr, sehr ruhig darum. Und jetzt kam ganz plötzlich die Meldung, ja Leute, ist fertig, könnt ihr jetzt kaufen. Okay, ich meine, ich freue mich darüber, ja. Also ich meine, muss ehrlich sagen, ich habe Divinity Original Sin 2 noch nie gespielt, aber es wird ja überall als das super duper Rollenspiel betitelt, was man auf jeden Fall mal gespielt haben muss. Erzähl doch mal, habt ihr Divinity Original Sin 2 gespielt oder sind solche Oldschool Rollenspiele nichts für euch? Und zum Schluss kümmern wir uns jetzt nochmal um unseren Bildungsauftrag. Wobei, wir haben eigentlich gar keinen Bildungsauftrag. Egal, denn ab dem 10. September steht euch die Assassin's Creed Odyssey Discovery Tour zur Verfügung. So einen Modus haben sie ja schon bei Assassin's Creed Origins gemacht, wo man ohne Kämpfen, ohne Quests oder irgendwas durch die Welt läuft und sich einfach nur mal das antike Ägypten oder in dem Fall jetzt das antike Griechenland anguckt. Kann man auch so an Touren teilnehmen, die euch dann zur Akropolis führen oder so. Ey, und ganz ehrlich, ich finde das total geil. Man, stellt euch mal vor, das hätten wir damals im Geschichtsunterricht in der Schule gehabt. Das hätte alles verändert. Kann man also auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ab dem 10. September geht die Discovery Tour auch in Odyssey los. The first cycle of the Agogae focused on boys age 7 to 12. Each of the boys had shaved heads and wore light clothing. So Freunde, und jetzt, wo der Spieleherbst wieder ansteht, da heißt es ja auch wieder aufräumen auf der Festplatte, damit die ganzen neuen Spiele auch wieder draufpassen. Oder ihr guckt einfach die Games News und gewinnt dabei diese schicke Festplatte. Das ist eine P300 von Toshiba. Das schicke Ding könnt ihr euch in euren PC einbauen. Die ist auch richtig flott, die rennt wie die Wutz. Und vor allen Dingen ist da genug Platz drauf,
3 Terabyte. Ich wüsste gar nicht, was da alles drauf speichern soll. Wenn ihr Bock drauf habt, dann guckt euch dieses Video nochmal ganz genau an, denn irgendwo habe ich ein kleines Codewort versteckt. Und wenn ihr das gefunden habt, dann klickt ihr euch auf www.games.de und meldet euch an. Unter allen Teilnehmern losen wir dann natürlich aus. Ich führe jetzt erstmal tiefsinnige Gespräche mit einem Huhn, und zwar in Divinity Original Sin 2. Und ja, ich habe mir sagen lassen, das kann man da wirklich machen. Und wir sehen uns dann nicht nächste Woche wieder. Der Chef ist nämlich gerade nicht da. Deswegen nutze ich die Chance und hau ab in den Urlaub. Wir sehen uns deswegen erst Anfang Oktober wieder. Aber bis dahin, tschüss.